Hi, das heutige Video ist ausnahmsweise mal etwas komplett anderes als das, was ich sonst auf diesem Kanal fabriziere. Wie ihr vielleicht wisst, streame ich relativ regelmäßig auf Twitch allerlei verschiedene Spiele und ich dachte mir, dass ich mal ein kleines Best-of aus den verschiedensten Stream-Szenen zusammenschneiden könnte. Eben dieses Best-of bekommt ihr hiermit zu sehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und hinterlasst mir gerne mal in den Kommentaren, ob ihr sowas häufiger sehen wollt. Los geht's! Going back to school, oh nein, das könnte jetzt problematisch werden. Also ich war schon länger nicht mehr in der Schule, aber so habe ich Schule nicht in Erinnerung tatsächlich. Ich weiß nicht mal, ob das vielleicht modern ist jetzt, dass das Schulen so aussehen. Soll das jetzt to school bedeuten? Da fehlt aber das S. Oder hat der das S falsch rum gemacht? Ich glaube, der Typ sollte mal selbst die Schule besuchen. Wo bin ich jetzt gelandet? Also moderne Schulen sind schon komisch. Sport, soll das Sport bedeuten? Oder... So hat sich mein Sportunterricht auch mal angefühlt. Ich musste auch mal durch brennende Stäbe laufen und wurde von einer Monty getötet. Alles in Real Life passiert. Damit hätten wir die Stelle mal wieder geschafft. Das war Absicht natürlich, also... Hochmut kommt vor dem Fall, richtig. Wie heißt der Spruch? Nicht den Morgen vor dem Abend loben oder so? Ja, klassischer Elfjahr-Moment, true. So. Das war nicht gewollt. Ich wollte den Jungen nicht mit Eiern abschießen. Aber es hat funktioniert. Ich wollte das Schloss abschießen und der Junge läuft einfach rein. Und das war einfach richtig. So, dann haben wir es jetzt auch hier gleich. Pff, ich hätte jetzt hier runterfallen müssen. Ich hätte geweint. Ist ja krass. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Erstmal können wir jetzt nicht aufsprengen. Jetzt haben wir ein T-posendes Golem in der Kamera. Nice. Ja, das hätte ich mal denken können, dass es geschieht. Okay. Wäre zumindest wahrscheinlich sinnvoll. Mein Gott, ich... Was ist heute schon wieder los in so einem Spiel? Warum hasst mich heute alles so? Anschauen läuft gut, euer Monster auf Ebene 40 von Schuh. True. Erkenntnis da wurde ein großer Apfel. Cool. Ja, dafür ist jetzt zu spät. Warum kam da jetzt ein Kickli auf mich geflogen? Was soll das? Warum ist da ein Schwein in dem Tor? Dieses Spiel. Ich bekomme noch einen Nervenzusammenbruch, wirklich. Nicht schlecht, jetzt haben wir 50 Sekunden. Ach, er muss drunter kommen. Was? Ich nehme es. What the fuck, wer ist es? Ah nee, Quatsch, das war der falsche Knopf. Ja!
Oh mein Gott. Und halt vor allem so eher etwas bittere Sachen sind eben oft für Kinder unangenehm. Auch nicht... Oh, das ist ein Scooter. Die hole ich mir gleich. Auch nicht für... What the fuck? Hä? Was war das denn? Hä? WTF? Oh nein, der komische Fisch. Nein, mein Pilz. Mann. Blöd, mein Fisch. Den habe ich jetzt richtig gegeben. Dem Fisch. Nein, mein Pilz again. Mann. Was? Oh Gott. Ich weiß aber nicht, wie man hier timen muss. Oh, schau mal, weiß ich es doch. Sehr gut. Gut, dann können wir es ja zum Glück abhauen. Und dann wird jetzt draußen vor der Arena bestimmt irgendwer antanzen von wegen, hey, Lord M, hier ist die Pokéball-Fabrik, willst du die mit mir angucken gehen? Hallo Lord M, wer sagt das? Ich hab vor mir... Es ist so vorhersehbar! Musiknote! Pokébälle sind echt fantastisch, wenn man mit ihnen Pokémon fangen kann. Sie sind quasi poketastisch. Oh mein Gott, bring dich um. Was? Ah, geil, eine Feuerblume. Da komme ich jetzt bestimmt hin. Ich werde hier rausgedrückt. Ich komme, ich kann das nicht bewegen. Egal. Jetzt stirbst du, du Vieh. Ha! Ich meine, er respawnt gleich, aber... What? Was? Ich wusste nicht, dass diese... Dinger diesen Effekt haben. Ja, da ist der Fisch wieder. Hier, Fischstäbchen, let's go. Wer hat Bock auf Fischstäbchen? Ich auf jeden Fall. Ha! Dir gönne ich den Tod richtig, du komischer Fisch. Vielleicht spiele ich auch mal gut in einem Videospiel, das kann halt auch sein. Man weiß es halt nicht. I'm sorry, Wispy Putz, aber... Oh Mann, ey. Interpretationssache. Hallo Letarkin. What? Was ist gerade passiert? Das erinnert mich an Sunshine, diese drehenden Dinger. Das ist keine gute Erinnerung. Warte mal, ist das nicht literally Sunshine? Also der Hintergrund auf. Das ist literally Sunshine. Oh mein Gott. Trauma. Ha. Oh Gott, ich bekomme gerade wirklich Traumata. Was macht der Holzdude hier? Parcours anspruchsvoll, viel Glück. Ja, der war auch in Sunshine anspruchsvoll. Kann man die Schrauben reinstampfen? Man kann, based Aurum based. Ich habe einen Bock auf die 9. Welt. Luigi's Raceway. Ich habe doch keinen Bock auf die 9. Welt. Spaß. So, also ich habe gehört, oben gehen wir nicht nochmal lang, weil da ein mordlustiges Letarking rumläuft. Oh Gott, da ist es schon wieder. Warum ist das so stark? Okay, ich weiß auch, wo die Treppe ist. Oder droppst du maybe Herzen? Oh Gott! Ja, maybe haben wir jetzt unseren zweiten Tod. Wir sind ja schon einmal gestern gestorben. Vorgestern gestorben. Oh. Hä? Wo ist die hin? Was ist das denn? Kam die gerade durch die Decke? Oder ist die eigentlich unsichtbar oder so ein Scheiß? Mein Gott, dieses Spiel macht mich manchmal wahnsinnig. Die ist einfach nicht mehr da. Ja, wie gesagt, der ist sowohl in Skyward so einfach nervig und dumm, als auch in Hyrule Warriors. Mein Gott, was? Wo kommst du schon wieder her? F*** dich doch! Was soll das? Nee! Kidakuga ist gerespawnt. Wir haben eine weitere Chance, ob da eventuell ein Herz drin ist. Die Fledermaus ist auch wieder da. Warum wurde der Stein jetzt nicht getroffen? Weil die Fledermaus im Weg war oder so?
Ja, jetzt ging's auch. Hä? Warum ging das gerade eben nicht? Ich bin verwirrt. Egal. Da ist er. Mann, aber... Hör auf, Meinung zu akzeptieren. Schlechte Angewohnheit von dir. Echt mal. Wir sollten einfach ständig uns alle streiten und Meinung nicht akzeptieren. Oh Gott, das war los. Aber hier ist halt dann Uki. Okay, jetzt können wir... Ich bin dumm. Jetzt können wir nichts machen. Du hast irgendwie meine Funktion. Ich würde gerade gerne den ganzen Stream rewinden und alles, was ich heute gemacht habe, löschen aus euren Köpfen. Die Scooter ist da oben drauf, okay. Oh, danke. Was ist das schon wieder? Ach du Scheiße! Ah! Er scheint aber da aktiviert. Alter, was ist dieses Spiel? Und er trinkt weg. Ey, was ist die... Was ist falsch mit diesem Spiel? Ich hatte Monster Hunter Rise aus, aber ich hatte noch einen Reihensand, den wollte ich auf der letzten Ebene einsetzen. Ey, warum meinst du, hab ich zwei? Ich meine, ich weiß, ich bin bei der Treppe, aber das hat gerade gepasst. Wir sind durch! Ah, ne, sind wir nicht, fuck. Ich kann noch nicht reden, ich kann voll vergessen. Ich hab so Angst gerade. Aber an sich ist das ja gar nicht so schwierig eigentlich. An sich... Jinx ist nicht. Halt die Schnauze, Jinx ist nicht. Halt einfach dein Maul, Marvin. Einfach Klappe halten. Das ist besser für alle. Oh Gott! Nein! Ha! Gott! Ah, die Marios! Ich bekomme Angstzustände. Nein, ah, schade. Sorry an alle Headphone-Users, by the way, für die Schreie gerade. Dieses Pokémon lebt am Wasser. An Land bewegt es sich schneller, indem es auf seinen großen Schweif hüpft, wie ich. Was? Als Kind dachte ich übrigens immer, dass diese pinken Sachen... Wer kann da hochspringen? Also diese pinken Dinger Strohhalme sind oder so. Das sieht so ein bisschen so aus, fand ich als Kind. Aber es sind ja, glaube ich, Röhren eigentlich. Ich war ein komisches Kind. Nicht hinterfragen, dankeschön. Link hat den zwar gerade nicht so geschlagen, wie ich das wollte, aber okay. Er hat den so geschlagen. Ich bin ja auf den Boden geschlagen und trotzdem hat es geklappt. Wild. Oh Gott! Nein! Mario! 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 Mach doch den Wandsprung! Brudi! Nein! Okay, ich hab mit einem richtig guten Versuch angefangen und jetzt ist wieder Ende. Jetzt ist mein Skill wieder... mein Skill macht gerade eine Out-of-Body-Experience, hat mich verlassen. Ich weiß nicht, also ich weiß gerade auch nicht, wie es hat. Okay. Ja, das ist mein Motto, Jonah. Ich schaffe immer das Unmögliche. Das ist so mein Lebensmotto. Ah, guck mal, jetzt können wir ja von der Area hier sehen. Interessant auf jeden Fall. Kann das Nintendo bitte fixen? Ich glaube, die können da nicht viel ausrichten, tatsächlich. Ich finde diesen Bereich komisch.
Ich bin nicht der größte Freund davon, tatsächlich. Was ist das denn? Warum kann man denn in die Wand sich rein... Hä? Das ist so ein... Herzklopfen in der Musik, das ist nice. Weil... es halt noch unbekannt ist, was abgeht quasi. Kann man das Ding zerstören? Powerbombe vielleicht? Nö. Okay, da müssen wir jetzt hier runter. Wow! Oh! SAX Jumpscare. Jetzt weiß ich auch, woher das Herzklopfen kommt. Mann, ey. Nein, nein, nein. Oh Gott, das war halt nicht ersichtlich, dass es plötzlich nach oben geht. Na, was machst du für eine Jump-Attacke, du Spinner? Was ist dein Problem, Mario? Ha! Ich hab nicht auf Jump-Attacke gedrückt. Oder vielleicht doch aus ich bin auf den Zeitkampf gekommen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nein! Oh Gott, die Typen! Geht doch weg! Was wollt ihr von mir? Oh, mein Herz, Alter! Jetzt lauf doch weiter, Mario! Lauf um dein fucking Leben! Warum geht's jetzt noch weiter?! Das war vorher nicht so! Warum, Auro? Was soll das?! Nein, bitte! Bitte! Meine Nase geht gerade anders. Oh Gott, ich muss... Oh. Erst mal wieder runterkommen. Ah ja, suddenly ist das Haus viel größer. Oh, was haben wir jetzt hier schon wieder? Imagine yourself in a race. You get ahead of the second place person. Which spot are you in now? Ja, man kommt vor die Person, die auf dem zweiten Platz ist. Das heißt, man ist erster. Oder habe ich das... habe ich keinen Denkfehler? You get ahead of the second place person. Achso, ja! Oh. Mann, das... ich bin... es ist wirklich... Tschüss, Mello. Es macht voll Spaß, Leute zu überfahren. Das ist wieder eine komplett dumme Aussage gewesen. Wir spielen nur GTA. Oh, da hinten ist der Klobau. Können wir auch überfahren? Schade. Nee, hier waren wir auch schon mal. Ich erinnere... Mario? Das war zwar nicht gewollt. Ah, Mogus. Hä? Was ist denn da jetzt geschehen? Oh, es ist so befriedigend, jetzt diese Parasiten einfach aufzunehmen. Das ist out of context eine ganz schwierige Aussage. Das müsste in den Schrank unter mir sein. Ich wurde da rausgeschoben. Okay. Nein, oh Gott. Oh. Er kam ins Bild und starb. Sehr schön. Er kam, er sah und starb. Finally. Warum ist da Waluigi schon wieder? Geh weg, niemand mag dich. I am... Ihr habt gerade mein Atemgeräusch gehört, wie die Seele meinen Körper verlassen hat. Ich hab doch getimed... Dankeschön, ich weiß. Wie man seinen Spaß am besten vierteilt. Ja. Wäre ganz einfach, wenn man einfach... Was bin ich sehend? Was bin ich sehend?
Weil man bei sowas auch halt drauf achten muss, dass man sich so das Level auch merkt, sag ich mal. Ich halte mir das mal hier, falls ich es noch um... Das war Absicht. Wow. Oh Gott. Was, man kann durch die Lava fahren? Okay, merkt euch, Kinder. Wenn ihr durch mit eurem Auto durch Lava fahrt, gehen die Reifen und alles nicht kaputt. Funktioniert ganz normal. Alles klar. Oh, gut, okay. Wir haben das Schloss. Ja, kann sein. Ich kann mich gerade nicht mehr an das Video erinnern, muss ich sagen. Bumumum ist echt einfach in dem Spiel. Das Lustigste wäre, wenn das in diesem Grasfleck einfach gar nicht kommen kann. So, jetzt fangen wir das Vieh. Komm, mein Ball, Süßer. Was? Ich freue mich aber, wenn wir das hier durch haben, denn dann können wir uns hoffentlich qualitativ hochwertigeren Sternen widmen. Ich habe keine Ahnung, was noch so... Sie schauen mich doch literally nicht an! Ich wollte eigentlich heute ruhig bleiben, aber es ist gerade wirklich schwierig. Ich war doch literally weiter nach vorne gedreht. Hä? Ja, schlechtes Game Design macht mich schnell salty. Ich weiß auch nicht, Jonah. Es ist der tiefe Hass, der aus mir rauskommt heute. Nicht nur wegen dieses Spiels, sondern generell einfach. Und sich da einiges angestaut hat. Aber... Ich wollte gerade sagen, aber da möchte ich mit euch darüber reden, sondern mit meinem Therapeuten. Und ich glaube, mit dem muss ich auch über das reden, was jetzt hier gerade passiert ist. Hallo? Das hat nicht ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Nein! So, das Ding ist halt, für SM64-Profis ist das wahrscheinlich auch einfacher, weil die halt die Physik des Spiels in- und auswendig kennen und genau wissen, wie Mario welchen Sprung macht und so. Und die haben dann eher den ganzen Stuff drauf und keine Ahnung. Aber ich weiß doch auch nicht. Für einen normalen Spieler wie mich ist das einfach nur Bums. Und wir haben es, finally. Endlich. Hat ja nur 40 Minuten gedauert. Was ein böser Mann. Tja, aber wir kennen natürlich den Weg, die Farm zu verlassen. Kann man mit ihm irgendwie noch reden? Kann man ihn von hier aus ansprechen? Hilfe? Das wollte ich nicht. Oh Gott, Hilfe! Ich wusste ja, dass das geht! Oh Gott, halt doch weiter! Ich muss erst mal das Huhn überreiten können. Ja, ich glaube, wir hauen lieber ab. Was haben wir jetzt Schönes? Der Level-Ersteller hasst Spaß. Das glaube ich auch bei 90% der Mario Maker Level. Es gibt ja wirklich coolen Stuff. Das zählt nicht dazu. Man kann da reinfahren. Mumbo! Na? Hallo? Es ist so bescheuert. Ich finde es schade, dass er darauf nicht reagiert. Oder nur einen Grund, um gegen Jonah zu shooten. Der ist heute nicht mal hier ab, der, also bitte. Ich meine, ich bin immer dafür, Leute zu mobben, aber wenn, dann müssen die auch hier sein. Komm, komm, komm! Ja! Ja! Viel Spaß mit dem Geschenk. Ey, wenn... Bitte, Marlon, gib mir jetzt keine Scheiße. Du hast es geschafft! Ich bekomme jetzt einen goldenen... Nee, war das falsches Spiel. 049 ist neuer... Für diese herausragende Leistung gebührt dir eine Belohnung. Mein Präsent ist ein bisschen zu unhandlich, um es dir hier geben zu können. Ach, die Scheißkuh! Oh!
Ich dachte, man bekommt was Sinnvolles dafür. Und das war der Abschluss für heute. Ich bin psychisch geschädigt, ich habe Hunger und mir geht's nicht gut. Das war der Stream für heute.